Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu meinem zweiten Versuch, dieses Video aufzunehmen. Gestern habe ich es schon mal komplett aufgenommen. Ich habe es komplett geschnitten, habe es komplett fertig gerendert. Es wäre bereit, ich habe eure Fragen beantwortet, aber ich fand mich zu ugly. Weil ich habe die ganze Zeit aus Versehen meinen Gimbal nach unten gehalten und dann habe ich mich so von halb unten gefilmt und ich sah aus wie Rainer Winkler, wenn er sagt... Ein Frosch. Und das wollten wir nicht. Wenn du mich nur auf YouTube verfolgst, dann hast du keine Ahnung, warum du jetzt auf diesem Video gelandet bist, weil du dir denkst, Digga, es ist doch ein Manga-Kanal. Was ist denn jetzt los? Habe ich einen Fitness-Influencer abonniert oder so? Nein, mein Freund. Aber wer mich auf Instagram und anderen Social Medias verfolgt, der weiß, ich mache seit einiger Zeit, so 5 Wochen jetzt, so eine Challenge, wo ich jeden Tag 10.000 Schritte laufe. Und menschliche Neugier ist normal. Ihr habt mich sehr, sehr oft gefragt, warum machst du das? Wie läuft das? Und ich habe gesagt, ey, interessiert euch ein Video, wo ich das cover, auf YouTube. Deswegen die YouTube-Only-Leute, die sind jetzt komplett verwirrt. Die denken sich, was soll ich mit so einem Video? Hat nichts mit Manga zu tun. Aber hier vor euch nochmal, lest Spazierender Mann von Jiro Taniguchi. Die anderen haben aber schon mitgekriegt, dass ich eine Instagram-Fragerunde gemacht habe und gesagt habe, ey, wenn ihr Fragen zu diesen 10.000 Schritten habt, warum ich das mache, wie es läuft etc., stellt sie und ich beantworte sie. Und ich habe beschlossen, wir machen das jetzt einfach. Ihr konntet mir diese Fragen stellen. Ihr habt sehr, sehr, sehr viele Fragen gestellt. Und ich habe sehr, 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 sehr viele, hoffentlich gute Antworten für euch, warum ich 10.000 Schritte laufe, was sich irgendwie verändert hat, ob ich das weitermache etc., wie ich auf die Idee gekommen bin. Das beantworten wir heute alles. Wundert euch nicht, dass ich nie in die Kamera schaue. Ich bin hier mitten im Wald und ich darf halt nicht stolpern. Ich darf schon, aber wer will das? Ihr wahrscheinlich, weil ihr schadenfroh seid. Und sorry im Vorfeld schon mal, dass ich nicht jede Frage dran nehmen kann. Es sind so mega viele Fragen und ich appreciate das, aber ganz, ganz oft kam zum Beispiel die gleiche. Also allein 30 Leute haben gefragt, ey, warum? So, und das werde ich einfach in eine Frage packen und beantworten, ist ja logisch. Wenn am Ende des Videos noch Fragen offen sind und ihr euch denkt, Digga, darauf habe ich jetzt immer noch keine Antwort, dann mache ich einen zweiten Teil. Stellt die hier in die YouTube-Kommentare. Wenn ihr gar keine Ahnung habt, warum ich das Video überhaupt mache oder hochlade, dann tut es mir auch leid. Aber ich möchte nicht immer nur Manga-Content machen. Also schon, mein Main-Fokus ist Manga-Content, aber ich möchte auch mal andere Sachen aus meinem Leben machen oder die irgendwie wichtig sind für mich. Beispielsweise dieses Krebs-Video, was ich gemacht habe, fällt in die ähnliche Sparte wie das hier. Und deswegen glaube ich, das ist eine gute Edition für meinen Kanal und für mich als Person. Das ist halt das Ding. Das ist mein YouTube-Kanal. Hier geht es um mich als Person, um meine Brille beschlägt bereits. Vielleicht ziehe ich sie einfach ab fürs restliche Video. Mal gucken, wie schlimm es noch wird, denn es ist kein tolles Wetter. Aber hey, egal. Wie gesagt, ich beantworte jetzt eure ganzen Instagram-Fragen und wir fangen direkt an. Wenn der Zug weg ist. So, Akonada hat genau wie viele andere gefragt, ey, warum? Warum hast du überhaupt damit angefangen? Und ich denke, das zu machen, das zu beantworten, ist direkt die schlauste erste Frage, die wir irgendwie, der wir auf den Grund gehen. Die werde ich jetzt erstmal ausführlich beantworten, weil da erledigen sich schon ganz viele andere Fragen im Vorfeld selbst. Es ist ganz einfach. Ich hatte Ende 2021 eine sehr krasse Krebserkrankung. Da könnt ihr auch mein Video gerne zu abchecken. Es auf diesem Kanal heißt, ich hatte Krebs. Und da erzähle ich das ausführlich. Nach dieser Krebserkrankung, ich hatte 4 Monate Chemotherapie, hatte eine riesige Operation etc., bin ich nicht in Reha gegangen. Das war eine sehr dumme Entscheidung und das würde ich niemandem empfehlen. War in meinem Fall aber so, dass ich sehr lange nicht zu Hause war, sehr viel von meiner Familie getrennt und weil diese Reha nicht, die wäre nur stationär gewesen, also ich hätte nicht ambulant machen können, wollte ich einfach nicht wieder weg und dachte, nee. Das heißt, ich bin einfach zu Hause geblieben. Und dadurch, dass ich diese Reha nicht gemacht habe, gleichzeitig dann keinen Job mehr hatte, weil ich war ja krank, konnte nicht arbeiten gehen und keine Alltagsstruktur hatte, bin ich quasi in mir selbst so versunken. Ich hatte gar keine Ausdauer mehr. Ich konnte durch die Chemo, weil die alles runtergefahren hat bei mir, gerade mal ein Stockwerk hoch. Da musste ich mich 20 Minuten hinsetzen, habe direkt keine Luft mehr gekriegt, geschwitzt am ganzen Körper etc. Und nach der OP durfte ich ja auch ein paar Wochen nicht laufen. Hatte direkt im Anschluss noch eine Corona-Infektion, also absoluter Rip-Off. Und das hat sich auch jetzt nach 1,5 Jahren nicht wirklich gebessert. Heißt im Klartext, ich habe immer noch sehr, sehr schlechte Kondition. Ich bin immer noch sehr schnell außer Puste und ich bin immer noch richtig, richtig schnell am Arsch und habe keine Ausdauer mehr. Alle 3 Monate muss ich ins NCT, ins Nationale Zentrum für Tumore in Heidelberg und kann da mit meinen Onkologen reden und den Fragen stellen. Ich habe denen das gesagt, ey, ich habe auch versucht Sport zu machen mittendrin, aber ich kann nicht länger als 5 Minuten Sport machen, dann bin ich legit den ganzen Tag tot. Was kann ich tun, Herr Onkologe oder Frau Onkologe? Und diese Person hat dann gesagt, naja, Sie können ja erstmal spazieren gehen. Wie viel bewegen Sie sich denn normal am Tag? Gehen Sie spazieren oder? Und ich so, ja, so 3.000, 4.000 Schritte mache ich, weil ich so viel am Tag halt laufen muss. Ich bin auch Sachbearbeiter, ist ein Bürojob. Ist jetzt nicht unbedingt irgendwie was, wo man sich viel groß bewegt. Und dann dachte ich mir irgendwann so, nach ein paar Wochen hat der Gedanke sacken lassen und ich dachte so, okay, ja. Ey, ich versuch's mal. Hab mir ein paar YouTube-Videos angeschaut von Leuten, die gar keine Fitness-Influencer sind oder so und die einfach nur so Videos gemacht haben, die hießen, ich bin eine Woche 10.000 Schritte gelaufen. Ich bin einen Monat 10.000 Schritte gelaufen. Das ist passiert. Und eigentlich hatten alle den gleichen Konsens. Ich habe ein bisschen abgenommen. Ich habe den Kopf freigekriegt, weil ich habe mich gezwungen rauszugehen. Es hat mir physisch und psychisch was gebracht, weil ich habe mehr Ausdauer. Und ich dachte, ey, das ist genau, was ich will, weil ich kann laufen. Also mehr oder weniger. Ich bin jetzt nicht der beste Spaziergeher. Ich knicke schon hin und wieder um, weil ich bin sehr tollpatschig. Und hier ist Matsch, also knicke ich vielleicht gleich auch wieder um. Aber das war so der Initiator, dass ich gesagt habe, Moment, ich muss mal vorsichtig sein.
wow, hey, ich will das machen mit diesen 10.000 Schritten. Dann habe ich das 2-3 Tage gemacht. Währenddessen war ich ein bisschen am Handy, weil mir langweilig war. Ist eine Sache, die ich auch voll schnell abgelegt habe, weil bringt einfach legit gar nichts. Da muss man auch nicht rausgehen und spazieren. Und habe meinem Homie, Gooby Fortnite, aka Nick Bits, aka WeeB, erzählt, dass ich das mache. Und er war am Anfang noch so, Bro, übernimm dich nicht. Auch 5.000 Schritte reichen. Das wäre schon krass für dich. Und ich dachte mir so, nein, ich zieh's durch, ganz oder gar nicht. Und nach ein paar Tagen, 2-3 Tage später, hat er mich angeschrieben und meinte, ey Bro, du hast mich richtig inspiriert. War eine geile Idee. Und ich habe ja auch mit ihm zusammen Der spazierende Mann gelesen. Das heißt, wir beide waren schon grundinteressiert an diesem Vibe, spazieren zu gehen und Sachen zu entdecken einfach. Spazierender Mann, ein Manga, den ich jedem empfehlen kann, wenn er irgendwie in diese Thematik reinkommen will. Inzwischen bin ich selbst der spazierende Mann geworden. Und auf jeden Fall hat Gooby mir dann geschrieben, ey, lass uns doch eine Challenge daraus machen. Lass uns doch jeden Tag unsere Schritte einfach posten oder uns gegenseitig schicken. Und wer am Ende mehr Aussätze hatte, also es meinen Tag nicht geschafft hat, muss dem anderen, keine Ahnung, eine Figur für 50€ oder so kaufen. Irgendwas, was nicht wehtut. Und ich habe gesagt, ja klar, um mich zu motivieren, es sollte zwar eigentlich das Geile am Spazierengehen ist, dass es keine Competition ist. Du vergleichst dich nicht mit anderen, der hat so viel gedrückt, der war so schnell etc. Aber ich persönlich bin Mensch, ich brauche manchmal ein bisschen Competition, um was zu machen. Und in dem Fall fand ich das ganz cool, die Idee von Gooby. Und ja, dann war das quasi so, dass wir einfach angefangen haben, jeden Tag unsere Schritte auf Instagram zu posten, weil wir uns nicht immer ein WhatsApp schicken wollten, weil wir dachten, manchmal schreiben wir halt 2-3 Tage nicht, wie es in einer normalen Freundschaft ist. Und dann einfach so ein Bild am Abend kriegen von Schritten, schon weird. Also ich poste das einfach in mein Insta und er auch. Und sehr viele von euch sind dann auf den Zug aufgesprungen. Und das feiere ich übertrieben, weil ich glaube immer noch, das werde ich auch im Laufe des Videos erklären, dass das wichtig für einen ist. Und wieder ein Zug. Vor allem feiere ich, dass auch echt viele Influencer-Kollegen irgendwie ein bisschen inspiriert waren. Vic beispielsweise hat gesagt, er will das machen, wenn er wieder in Deutschland ist. Mal gucken, ob er es durchzieht. Vic, I'm watching you, Digga. Hier gehe ich nicht, weil das ist eine riesige Pfütze. Wir drehen wieder um. Richtig kurze Frage, richtig lang beantwortet. Ich musste was für meine persönliche Fitness tun. Ich kann leider keinen Sport machen aufgrund meiner ganzen Chemo-Geschichte. Muss mich da langsam wieder rantasten. Und diese 10.000 Schritte erschienen mir wie was sehr Sinnvolles, weil ich auch einfach voll mit Social Media und irgendwelchem elektrischen Scheiß bin. Und ich mir dachte, wenn ich mal rausgehe, ist das nice. Aber selbst wenn ich nicht rausgehe, ich habe mir auch ein Laufband gekauft, dann habe ich wenigstens mich irgendwie bewegt und ein bisschen was für meine Kondition getan. Kommen wir zur nächsten Frage. So, für die Beantwortung der nächsten Frage habe ich mich mal hier hingesetzt auf einem Baumstamm, weil wenn ich die ganze Zeit irgendwie cutten muss, weil ich zu krass außer Atem bin, ich muss erstmal 6.000 Schritte hier in diesen Wald laufen, damit ich nicht überall Autos habe, wo ich das Nummernschild am Ende zensieren muss. Ey, ist nervig, deswegen setze ich mich jetzt hier auf diesen nassen Baumstamm und beantworte die nächste Frage, und zwar, werde ich mich steigern? Ich habe darüber auch schon nachgedacht. Das Ding ist ganz einfach, ich werde es wahrscheinlich über die Zeit machen müssen, weil ich habe nach 5 Tagen schon bemerkt, ey, es ist jetzt schon so, dass ich nicht mehr so schnell angestrengt bin. Ich bin immer noch recht gut dabei, also das fordert mich noch gut. Ja, ganz am Anfang war ich immer so nach 2.000, 3.000 Schritten so, dass ich schon angefangen habe zu schwitzen. Jetzt braucht es so 6.000 Schritte. Das heißt, ich bin hier erstmal jetzt 6.000 Schritte gelaufen und jetzt fängt so langsam an. Und wie gesagt, nach der ersten Woche habe ich schon die ersten Besserungen gemerkt, kann aber auch dran liegen, dass ich einfach wirklich komplett auf Null war. Durch die Chemotherapie, durch die OP. Also umso mehr man unten ist, umso schneller merkt man natürlich Besserungen, wenn man irgendwas macht. Wenn man gar nichts macht und dann ein bisschen was macht, merkt man viel schneller Besserungen als jetzt ein Leistungssportler. Der wird davon gar nichts merken. Der wird 30.000 Schritte laufen und nichts merken. Das heißt, ich möchte euch gar nicht irgendwie da in die Irre führen. Wenn ihr krass Sport macht, dann werden sich diese 10.000 Schritte für euch rein fitnessmäßig nicht lohnen, dann eher kopfmäßig. Aber ja, ich werde mich auf jeden Fall irgendwann steigern. Ich habe jetzt schon, manchmal habt ihr gesehen, 11.000, 12.000 Schritte gemacht. Irgendwann würde ich gerne auf 20.000 kommen, aber da ist das Problem einfach, ich glaube, das ist mit meinem Tag nicht vereinbar, weil das sind dann 4 Stunden, die weg sind. Also ich laufe so in 1,5 Stunden, beziehungsweise in 100 Minuten laufe ich meine 10.000 Schritte pro 10 Minuten, so 1.000 Schritte, und das müsste ich dann irgendwie in meinen Tag kriegen. Vielleicht laufe ich aber auch irgendwann schneller und dann geht das wieder. Naja, kommen wir zur nächsten Frage. Ray hat gefragt, welche positiven Veränderungen sich bemerkbar machen. Das ist ganz einfach, wie gesagt, ich habe mehr Ausdauer, bin ein bisschen kreativer, mein Kopf ist ein bisschen freier, ich bin nicht die ganze Zeit nur im Zimmer und gucke mir irgendeinen Social-Media-Scheiß an und so, und insofern ist das einfach die Psyche auch ganz gut. Ganz am Anfang bin ich in so einen Gedankenstrudel gekommen, der gar nicht gut für mich war, also die ersten 2-3 Tage, weil ich war so ganz allein mit meinen Gedanken, und meine erste Nachricht, weiß ich noch, damals an Nick war, Menschen sollten alle sterben, weil wir sind schlecht und machen die Welt kaputt. Also keine Ahnung, kommt ein bisschen auf den Menschen an. Aber jetzt denke ich mir, wie gesagt, die positiven Veränderungen, ich kann theoretisch mehr essen oder ich esse weniger und nehme schneller ab. Oder ich esse mehr und nehme nicht zu. Das ist auch nice. Ich habe mehr Ausdauer. Ich kann jetzt beispielsweise, ich habe ja erzählt, ich konnte früher immer nur ein Stockwerk hoch und dann war ich außer Atem. Das kann ich inzwischen 5-mal machen. Also 5-mal 2 Stockwerke bis zu uns in die Wohnung. Bis hoch, 2, 5-mal hoch und runter. Erst dann bin ich außer Atem. Das ist ziemlich nice. Und ich denke, bald kann ich dann auch mit richtigem Sport irgendwann anfangen. Und das sind die Veränderungen, die sich bemerkbar gemacht haben. Und das feiere ich übertrieben. Die gleiche Person hat übrigens auch noch gefragt, das werde ich jetzt nicht extra einblenden, weil das ist mir gerade nur so eingefallen, wie ich mich manchmal überwinde, jetzt bei diesem Wetter oder so den Schweinehund da wegzulassen. Wie gesagt, da hat die Challenge mit Gooby Fortnite hilft mir da ganz gut, weil ich will einfach dem Penner keine Figur schenken. Also Spaß beiseite. Und am Ende des Tages, wenn man auf dem Sofa liegt und chillt und sieht, man hat seine 10.000 Schritte gemacht, obwohl man gar keinen Bock hatte, dann ist es ein mega, mega nice Gefühl. Also dann denkt man sich, wow, ich habe mich selbst quasi besiegt. Ich habe gegen mich gewonnen, gegen meinen Schweinehund. Und
man fühlt sich so, als hätte man das Richtige getan oder was für sich getan. Das kann ich einfach jedem empfehlen, vor allem Leuten, die generell nicht so viel Gutes für sich tun und eher wenig von sich halten. Maybo hat geschrieben, einfach Respekt, geile Sache, vielen, vielen Dank für die Props. Ich weiß das generell sehr zu schätzen, dass so viele in meinen DMs schreiben, ey, ich bin jetzt auch motiviert, das zu machen. Voll cool, dass du das für dich durchziehst, auch wenn ich es nicht mache. Und dass ich auch so viele Leute sehe, die diese Challenge von uns quasi beziehungsweise von mir übernommen haben. Das, wie gesagt, macht mich sehr glücklich. Vor allem auch durch Nix sind ja noch viel mehr Leute darauf aufmerksam geworden. Das feiere ich einfach. Ach ja, an dieser Stelle, wie am Anfang schon erwähnt, es ist meine Challenge. Also hört auf, mir irgendwelche Kommentare zu schreiben mit, ja, du bist auf dem Laufband. Kubi Fortnite hat in seiner Challenge gesagt, er will rausgehen. Mir geht es nicht darum, rauszugehen. Das ist zwar nice, das ist ein nicer Nebeneffekt. Primär will ich 10.000 Schritte machen. Und was für Gubi Fortnite? Es ist meine Challenge. Was ist los mit euch? Es ist nicht meine Challenge. Das ist auch lustig, weil einige haben gefragt, machst du das nach dem 31.12. noch weiter? Weil Nico und ich haben so, bis dahin geht unsere Wette, da haben wir das quasi festgelegt, aber ich habe kein Enddatum. Also ich werde das einfach für immer weitermachen, solange mein Körper es zulässt. Und wenn es mal nicht passt, passt es mal nicht, dann mache ich es am nächsten Tag wieder. Also für mich gibt es da kein Ende dieser Challenge. So, das ist nicht vorgesehen. Deswegen, ich gehe mal wieder laufen und beantworte die nächsten Fragen. Hugoost hat gefragt, hat es wirklich diese ganzen Effekte, die behauptet werden? Ich weiß nicht, was behauptet wird. Also ich weiß nicht, ob irgendwie wissenschaftliche Aussagen dazu existieren. Aber bei mir hat es eben die Effekte, dass ich den Kopf freier kriege. Ist gut für meine Psyche, auch mal nicht am Handy zu sein. Ein bisschen Digital Detox am Tag. Und ein bisschen die Natur entdecken ist auch schön. Und ich bin fitter und ich kann theoretisch mehr essen, beziehungsweise habe so 300 bis 400 Kalorien mehr am Tag zur Verfügung. Die track ich immer mit einer App, die heißt ja Zio, die ist umsonst, würde ich euch auch empfehlen. Da könnt ihr einfach, ist keine Werbung oder so, den Barcode von einem Essen einscannen, das dann eintragen. Damit track ich immer meine Kalorien. Insofern, ja, das sind die Effekte. Du hast mehr Kalorien am Tag zur Verfügung. Du wirst jetzt kein Spitzensportler dadurch. Du gehst einfach spazieren. Das ist gut für den Geist und für den Körper. Und ja, diese Effekte stimmen, aber ich weiß nicht, was behauptet wird. Parallel dazu hat ein anderer Dude gefragt, warum 8.000, wenn es auch 10.000 tun? Keine Ahnung, das ist irgendwie eine super weirde Frage. Der Sinn davon erschließt sich mir nicht, weil da könnte ich auch sagen, warum 10.000, wenn es auch 12.000 sein könnten. Also erschließt sich mir nicht und deswegen kommen wir zur nächsten Frage. Fühlst du dich wie der spazierende Mann? Bro, real talk? I'm literally him. Ich meine, for real, I'm literally him. Ja, ich fühle mich wie der spazierende Mann. Sehr, sehr guter Manga von Jiro Taniguchi. Wird euch auf jeden Fall gefallen, wenn ihr ein bisschen so deeper unterwegs seid, so wie ich. Und wenn ich schon dabei bin, lest auch Gipfel der Götter. Dann wollt ihr danach euch wahrscheinlich Schuhe zum Bergsteigen kaufen, genau wie Lazar. Und auch den nächsten Bergklettern. Jiro Taniguchi, ein Goat. Und ich bin der spazierende Mann. Und Haku hat gefragt, wie das meinen Alltag verändert hat. Sehr knifflige Frage, weil da muss man fairerweise sagen, ich habe so einen kleinen Cheat eingebaut. Denn ich habe einen Jobwechsel zum 1.12. Da fange ich einen neuen großen Job an und arbeite auch wieder Vollzeit. Und deswegen bin ich aktuell 1,5 Monate quasi zu Hause gewesen, weil so lange der Jobwechsel gedauert hat und ich noch Resturlaub hatte etc. Und deswegen hat es meinen Alltag gar nicht beeinflusst, sondern eher strukturiert, weil ich hatte halt nichts zu tun. Und da dachte ich mir, ey, da laufe ich jetzt lieber mal 10.000 Schritte am Tag. Ich hoffe, der Wind ist jetzt nicht zu krass. Ich laufe mal wieder nach da, bevor ich gar nichts mache. Also insofern ja beeinflusst, weil es ihn strukturiert hat, damit ich was zu tun habe. Aber die Frage wird erst spannend ab dem 1.12., wenn ich wieder Vollzeit arbeite, weil dann muss ich mir überlegen, wie kriege ich das in meinen Alltag integriert und wie schaffe ich das überhaupt, nach Feierabend diese Schritte noch voll zu machen und wird das irgendwas ändern an meiner Freizeitgestaltung? Dann beantworte ich die gerne nochmal privat, Haku. Aber aktuell hat es denn, wie gesagt, nicht beeinflusst, sondern dadurch, dass ich sehr viel Zeit hatte, eher Struktur reingebracht und das feiere ich sehr. Diesel hat gefragt, was ich so nebenbei mache, ob ich Musik höre oder Podcasts oder ob ich einfach nur der Natur zuhöre. Das ist ganz unterschiedlich. Was ich gemerkt habe, ich höre mir sehr gerne Podcasts an, während ich irgendwie in der Zeit rumlaufe, weil ich kann mich am Rechner oder zu Hause nie auf so einen Podcast konzentrieren. Ich musste immer irgendwas, keine Ahnung, das ist nur, wenn ich so stumpf nichts mache. Wenn ich nebenbei irgendwie ein Videospiel zocke oder was lese, geht das nicht. Da geht es eher mit Musik. Aber Podcasts funktionieren super, super gut. Also die kann man nebenbei, finde ich, perfekt hören und dann irgendwie, ja, sich darauf fokussieren. Ein bisschen was mitnehmen, da lernt man auch manchmal was. Am besten natürlich, ihr hört den Peak-Podcast, dann lernt ihr sogar richtig gute Dinge fürs Leben, wie zum Beispiel die beste JoJo's-Pose. Aber meistens mache ich tatsächlich gar nichts davon, sondern höre einfach der Natur irgendwie zu. Hier so der Wind, mega nice, die Vögel manchmal oder die Züge, diese Penner. Das ist einfach so, man kriegt so ein gewisses Bewusstsein dafür, wo man gerade ist und was die Umgebung ist. Und das will ich eigentlich auch nicht verlieren. Aber wenn, dann eher Podcast. Ich glaube, Hörspiele wären auch ganz nice. Ich glaube, das probiere ich mal aus. So, jetzt fängt tatsächlich gleich heftig an zu regnen. Deswegen noch die letzte ernste Frage. Wir sind zum Glück auch am Ende. Hat es mir geholfen, kreativer zu werden? Safe. Einige Ideen für Formate, zum Beispiel das Oru-Format oder für irgendwelche coolen anderen Projekte, die ich jetzt noch nicht teasen kann. Wie zum Beispiel auch das hier, sind beim Spazierengehen entstanden. Und ich feiere das übertrieben. Manche geile Ideen kamen auch von euch, wegen meines Spazierengehens. Das feiere ich auch. Einer hat gesagt, nenn dieses Format doch Walkie Talkie. Wie geil wäre das? Ich glaube, ich mache hier auch so eine kleine Reihe draus. Ihr könnt mir einfach Fragen stellen und ich laber auf nebenbei und dann beantworte ich das. Wobei, das könnte sich zu sehr mit dem Oro-Format beißen. Keine Ahnung. Ich werde drüber nachdenken beim Spazierengehen. Jetzt aber mal unter diese Hütte, weil es regnet gleich, und die letzte Frage beantworten. So, und zwar hat Nick mich zum Ende noch gefragt, ob ich lieber mit WeeBee 10.000 Schritte laufen würde
oder 10.000 Mal Fortnite spielen würde. Und ich würde viel lieber mit Weeby 10.000 Schritte laufen. Dann würde ich ihm so eine kleine Hundeleine, aber für Bienengröße halt machen. Dann würde ich das in seinen kleinen Bienenhals machen. Dann würde ich den so neben mich ziehen und der würde so wie so eine Biene hinter mich herfliegen und ich würde laufen und das wäre mein allergrößter Traum. So, eine Spaßfrage ist es dann noch geworden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich hoffe, es konnte euch irgendwas geben. Es war nicht zu unstrukturiert, weil wie gesagt, mit der Kamera, ich hoffe, das hat irgendwie hingehauen, mit dem Sound auch. Manchmal sind Züge gekommen, das lässt sich in der Natur nicht vermeiden. Wenn ihr noch mehr Fragen diesbezüglich habt, lasst es mich gerne wissen. Ich beantworte es gerne in einem zweiten Video oder so. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es kam irgendwie gut an und hat nicht nur 3 Likes. Und wir sehen uns. Ciao!